bin die Kamaja Achira, ich bin 17 Jahre alt. Ich heiße Nils Ott, ich bin seit circa anderthalb Jahren beim Jugendgemeinderat. Ich bin Enes Günay, ich bin 18 Jahre alt. Also ich bin Lisa, hier ist Shiva, wir sind beide 17 und auf dem Bunsen. Ich bin Mamdou Butt, bin seit 6 Jahren im Jugendgemeinderat, seit 4 Jahren der Vorsitzende. Dank des Jugendgemeinderates hat die Altstadt jetzt länger offen. Also wir befinden uns hier im neuen Rathaussaal in der Altstadt. Das ist unser Tagungsort. Hier tagen wir alle 6 Wochen. 30 Jugendgemeinderäte, 10 aus den Gymnasien, 10 aus den beruflichen Gymnasien und 10 Leute von der Liste der Bergrealschulen, der Realschulen und der Sonderschulen. Im Jugendgemeinderat setzt man sich für ganz viele Themen ein, die quasi Jugendliche betrifft, ob das Jugendarbeitslose sind, ob das die verkürzte Sperrzeit von der unteren Straße ist und auch zum Beispiel, was mit der Halle 02 zu tun hat. Was hat zum Beispiel der Jugendgemeinderat in der Vergangenheit gemacht? Die Moonliner, mit denen ihr nachts immer fährt. Eine Idee von uns, die Grillplätze auf der Neckarwiese. Die wären fast abgeschafft worden. Wir haben uns dafür eingesetzt. Als Jugendgemeinderat wird man sehr ernst genommen. Mitglieder des Gemeinderates sitzen in unseren Sitzungen. Man hat auf jeden Fall ein Mitspracherecht. Wir hören uns die Meinung von Jugendlichen an und versuchen ihn dann so gut wie möglich umzusetzen. Empfehlen dem Gemeinderat, wie er entscheiden sollte und er orientiert sich daran. Zum Beispiel nächste Woche haben wir auch die Möglichkeit, hier im Haus der Jugend, wir sind gerade im Haus der Jugend, mitzubesprechen. Da werden wir beide anwesend sein, wie denn die Sanierung ablaufen wird. Also wir können da was mitbestimmen. Das Gute am Jugendgemeinderat ist, dass man mit dem Jugendgemeinderat die Jugendlichen Heidelberg gut vertreten kann auf kommunaler Ebene. Das heißt, wir haben eine Stimme im Gemeinderat und im Gemeinderat werden im Prinzip alle wichtigen Dinge für die Stadt bestimmt. Also für uns in Heidelberg und auch für mich persönlich als Oberbürgermeister ist es sehr wichtig, dass sich vor allem junge Menschen auch in der Politik äußern, sich engagieren und auch ihre Ideen mit einbringen in die Politik. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht uns etwas ganz Wichtiges verloren, nämlich genau diese Ideen und Anregungen der jungen Menschen. Deswegen meine große Bitte, engagieren Sie sich für die Stadt Heidelberg. Dass es eben die Chance gibt, sich politisch zu engagieren, auch unter 18, ist auf jeden Fall ein großer Vorteil in Heidelberg. Die Entscheidungen, die bereuen wir ganz und gar nicht, sind sogar sehr froh, dass wir diesen Schritt gewagt haben. Und jetzt bist du dran!